Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout-Spaß. Oder besser gesagt, Crossout-Tipps. Denn, wie ihr in den letzten Folgen gesehen habt, habe ich mich furchtbar geärgert, dass die das komplette Layout hier geändert haben und alle Knöpfe einfach anders waren und ich mich ständig verdrückt habe. Und jetzt habe ich alles wieder so eingestellt wie früher. Ihr seht es da unten schon. Und das will ich euch einfach kurz zeigen. Also, ihr geht hier oben drauf aufs Hauptmenü. Und dann auf Optionen und dann auf Controller Layout. Dann müsst ihr hier oben den Baumodus einstellen. Baumodus. Und als erstes mache ich mal Bewegung. Und hier seht ihr die Einstellungen. Das sind die Einstellungen, wie sie einst alle waren und wie man sich jahrelang dran gewöhnt hat. Und die jetzt einfach komplett alle anders waren. Ich habe zum Beispiel hier bei denen mich ständig verdrückt. Also ihr seht es. LT Bauteil kopieren. LB rückgängig. Linker Stick bewegen ist Fortbewegung. Kamera aufwärts ist linker Stick drücken. Habe ich selten gemacht, muss ich sagen. Fahrzeug heben mit Steuerkreuz nach oben wieder. Alle Bauteile entfernen, Steuerkreuz rechts. Der ist nicht belegt, den nach unten. Könnt ihr euch irgendwas drauf machen, was ihr wollt. Aber den haben wir vorher nicht gebraucht, also braucht man jetzt auch nicht. Und unten wieder die Augmented Reality. Auf der anderen Seite sieht es so aus, die Bauteilliste ist auf RT. Bauteil entfernen wieder auf RB. Auf Y zentriert ihr das Auto, B zurück, A ist Bauteil aufheben, X ist in dem Fall nicht belegt und hier steuert ihr die Kamera mit dem rechten Stick und wenn ihr reindrückt, macht ihr die Kamera runter. Dann, was auch noch sehr wichtig ist, Bauteil in der Hand. Ihr müsst natürlich, wenn ihr das alles eingestellt habt, müsst ihr hier, ich bin auf Annehmen gegangen und habe dann OK gedrückt, dass ich es safe abgespeichert habe. Ansonsten geht ihr auf Bauteil in der Hand und da sind die Sachen ziemlich ähnlich, also hier oben kopieren, rückgängig, fortbewegen, Kamera aufwärts, Fahrzeug heben, zentrieren wieder unten auf dem Steuerkreuz, habe ich ganz selten benutzt, muss ich sagen, muss ich, vielleicht bringt es mal was. Augmented Reality wieder links, Bauteilliste und jetzt Bauteil entfernen, das ist auch noch und diesen wichtig. Also mit Y rotiert ihr wieder um die Y-Achse und X rotiert ihr um die X-Achse. Ansonsten hebt ihr weiter mit A das Bauteil einfach auf, mit B zurück und die Sachen sind auch alle zu. Wie sie sind. Also macht einfach kurz Pause, guckt es euch an, stellt die Controls so ein, wenn ihr euch nicht an die neuen gewöhnen wollt, weil ich habe keinen Bock, mich an die neuen zu gewöhnen. Ich würde jetzt wochenlang mich ständig verdrücken, deshalb habe ich jetzt alles wieder beim Alten. Ansonsten macht ihr einfach annehmen, okay, und dann könnt ihr einfach wieder schön bauen, dann könnt ihr endlich wieder in Ruhe bauen, weil wir waren da gestern hier in der Party und haben gedacht, das ist doch Wahnsinn, ey. Die ändern einfach jeden Knopf, sind die komplett bescheuert, das können die doch nicht machen. So ein Scheiß macht man doch gar nicht. Sollen wir jetzt einfach dreimal so lange brauchen fürs Auto bauen. Aber jetzt ist alles wieder cool. Alles wieder beim Alten. Zum Glück kann man es einstellen. Und ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Macht einfach kurz Pause und guckt es euch an. Also denkt dran, ihr müsst hier oben Baumodus einstellen. Und hier, was die Orbitalkamera ist, kann ich euch nicht genau sagen. Aber ich habe es so gelassen, habe keinen Unterschied jetzt festgestellt, wenn ich die Einstellung wieder so habe. Müsst ihr es einmal bei Bewegung und einmal bei Bauteil in der Hand anpassen, wegen dem Drehen hier, weil das ja auch alles verdreht war. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten, bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.